Wie funktioniert interstellares Reisen? Wenn die vielen UFOs, die uns ständig besuchen, tatsächlich von Außerirdischen gesteuert werden, wie überwinden diese dann die unvorstellbaren Entfernungen zwischen den Sternen? Burkhard Heims Theorie liefert darauf eine überraschende Antwort. Es gibt eine Möglichkeit, in 0, nichts durch das gesamte Universum zu reisen, aber mit einer überraschenden Schwierigkeit. Hallo und herzlich willkommen zu 6 Dimensionen in Farbe. Mein Name ist Hannes Schmidt und ich erkläre euch die Gedankenwelt von Burkhard Heim in verständlicher Sprache und anschaulichen Beispielen. Im ersten Video über die UFO-Antriebe hatte ich euch Burkhard Heims Konzept des Gravitationsantriebes vorgestellt und über die Eigenschaften der Flugobjekte gesprochen, die offenbar so etwas anwenden. Wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, holt das am besten gleich nach und denkt auch daran, das Glöckchen zu aktivieren, damit ihr benachrichtigt werdet bei neuen Videos über Burkhard Heim, Parapsychologie und anderen verwandten Themen. Skeptiker wiederholen es immer wieder gebetsmühlenartig. Man kann sich nicht schneller als mit Lichtgeschwindigkeit bewegen, die Entfernungen zwischen den Sternen sind zu groß, deswegen kann es keine UFOs geben und deswegen auch keine Außerirdischen und deswegen ist Homo sapiens in seiner jetzigen Form, mit seinem jetzigen Wissensstand, das Maß aller Dinge für alle Zeiten. Das ist natürlich falsch und zwar gleich in dreifacher Hinsicht. Erstens wird man sich nicht einmal annähernd an die Lichtgeschwindigkeit annähern können. So dünn die interstellare Materie auch verteilt sein mag, bei halber Lichtgeschwindigkeit hat selbst ein Milligramm großes Staubkörnchen bereits die Einschlagkraft von einer Tonne TNT und jede Schiffshülle würde ziemlich schnell durchlöchert werden. Es gibt Eigenschaften des Gravitationsantriebes zwar, die darauf hindeuten, dass dieser Effekt eventuell abgemildert würde, aber trotzdem hat man immer noch das Problem von Energieaufwand, Zeitdilatation und so weiter. Zweitens, niemand bestreitet heute mehr, dass sich anderswo im Universum Leben entwickelt haben könnte. Und Zivilisationen auf anderen Planeten betreiben vielleicht nicht erst seit 200 Jahren Naturwissenschaften, sondern seit 200.000 Jahren. Und ich würde immer davon ausgehen, dass die ein bisschen besser Bescheid wissen, was technisch möglich ist, als unsere Fernsehprofessoren. Und deswegen sind wir drittens natürlich nicht in unserer heutigen Form das Maß der Dinge. Und deshalb schauen wir optimistisch ins Physiklehrbuch des Jahres 2050 und schauen, was Burkhard Heim zum Thema interstellares Reisen gesagt hat, beziehungsweise was aus seinen Theorien ableitbar ist. In Burkhard Heims sechsdimensionaler Theorie hat jedes materielle Teilchen zwei zusätzliche Koordinaten, x5, die Struktur- oder Organisationskoordinate und x6, seine teleologische Weltrichtung oder Evolutionsrichtung. Organisationsniveaus an Materie mit einem besonders hohen Organisationsniveau, die beschreiben wir als lebendig. Und noch höhere Organisationsniveaus sind überhaupt nicht mehr materiell, sondern nur noch psychische oder geistige Strukturen. Der Schlüssel zum Verständnis des Austausches zwischen grober Materie und den höheren Organisationsniveaus sind sogenannte Aktivitätenströme. Aktivitäten, das sind rein immaterielle Aspekte der Realität, das heißt, die nur x5 und x6 Koordinaten haben und keine raumzeitlichen. Mit diesen laufen alle Prozesse im Transbereich ab, gewissermaßen als einem Substrat. Aktivitätenströme können nun die grobe Materie mit höheren Organisationsniveaus, immateriellen Organisationsniveaus verbinden. Und wenn das geschieht, dann wird das Organisationsniveau der Materie angehoben gewissermaßen. Und es kann sogar so weit angehoben werden, dass die Materie aus unserer Realitätsebene verschwindet. Dass so etwas möglich ist, das hat von Ludwiger theoretisch nachgewiesen, durch eine erweiterte Lorentz-Transformation in 6 Dimensionen. Die funktioniert ganz analog zur Transformation von Einsteins spezieller Relativitätstheorie in 4 Dimensionen. Nur tritt jetzt zu den bekannten Effekten der relativistischen Zeitdilatation und Längenkontraktion auch noch die Möglichkeit hinzu, einer Längenkontraktion, wenn sich das Organisationsniveau eines Objektes schnell genug ändert. Das ist aber etwas, was UFO-Zeugen mitunter berichten. Das unbekannte Objekt wird als auf der Stelle stehend beschrieben und dann beginnt es zu schrumpfen und oder durchsichtig zu werden, bis es schließlich ganz verschwunden ist. Ist zu unterscheiden von Fällen, wo es sehr schnell wegfliegt, es bleibt an Ort und Stelle stehen und schrumpft und ist dann weg.
Natürlich trauen viele Zeugen dabei ihren Augen nicht. Und für Skeptiker ist das natürlich eine Steilvorlage, jemanden als unter Drogen stehend abzustempeln. Aber es gibt zahlreiche Fälle, in denen genau das von mehreren unabhängigen Zeugen beobachtet wird und wurde. Und deshalb müssen wir davon ausgehen, dass so etwas tatsächlich passiert und möglich ist. In kleinerem Maßstab ist das übrigens aus der Parapsychologie ohnehin bekannt, Stichwort Apporte oder Apportmedien, also eine medial begabte Person materialisiert, dematerialisiert kleine Gegenstände oder bewegt diese aus geschlossenen Gefäßen hinaus oder hinein oder in andere Räume. Hochinteressantes Material, auf das ich jetzt leider nicht weiter eingehen kann. Wohin verschwindet nun ein Objekt, das sich auf so ein höheres, immaterielles Organisationsniveau begibt? Es wird relativ zu uns zur Idee. Man kann sich das so ähnlich wie einen parallelen Raum vorstellen, getrennt durch die Koordinate x5. Und dieser parallele Raum erscheint aus unserer Sicht als Idee. Umgekehrt muss das übrigens genauso gelten, wenn man das Relativitätsprinzip in 6 Dimensionen auch voraussetzt. Dann erscheint unser Universum aus Sicht der so transformierten Materie auch als Idee, aber auf einem tieferen Organisationsniveau. Was bedeutet das nun? Es ist eine Idee und ein Ideenmuster. Ideen sind nicht materielle Daseinsformen, für die Ort und Zeit keine Rolle spielen, also Entfernung auch keine Rolle spielt. Der Abstandsbegriff in diesem Zustand wird ersetzt durch den Begriff von Ähnlichkeit. Zwei Ideen, die sich ähnlich sind, sind einander nahe. Und zwei Ideen, die nichts miteinander zu tun haben, die sind unendlich weit entfernt. Nähe bedeutet Ähnlichkeit und diese kann erzeugt werden. Wenn ich jetzt ein interstellarer Reisender bin, dann muss ich nichts weiter tun, als mich auf die Struktur x5 meines Zielortes zu konzentrieren, x6, das heißt den Willen haben, mich ihr anzunähern, ähnlicher zu machen. Und wenn der Grad der Übereinstimmung ausreichend groß ist, dann muss ich nichts weiter tun, als den Prozess rückgängig zu machen und mich im ursprünglichen physischen Universum wieder zu materialisieren. Kein Warp-Antrieb, keine Wurmlöcher, keine Zeitdilatation, keine Zwillingsparadoxa. Das gesamte, gewaltige Universum ist in 0, nichts durchquerbar, ohne auch nur ein einziges Joule für die Beschleunigung von Masse aufzuwenden. Alles, was man dann noch braucht, ist der bereits beschriebene Gravitationsantrieb, um sich dann vor Ort in der Atmosphäre oder Hydrosphäre bewegen zu können. Die Reise von einem Planeten zum anderen basiert also darauf, dass sich die Insassen des Gefährtes konzentrieren auf das Ziel, das sie erreichen möchten. Zum Beispiel, wenn jemand zur Erde reisen will, muss er sich vielleicht konzentrieren auf einen Planeten, irgendeinen Planeten mit Sauerstoffatmosphäre. Oder auf einem Planeten, auf dem eine rudimentär intelligente Primatenform existiert. Nun möchte ich noch einen Aspekt beleuchten, der meines Erachtens eine gewisse Schwierigkeit bedeuten könnte. Ich rede hier nicht von der Erzeugung von Aktivitätenströmen. Das ist dann eigentlich nur noch eine technologische Frage. Burkhard Heim hat dazu sich ein paar Sachen überlegt und auch Andeutungen gemacht. Aber viel interessanter finde ich, was geschieht eigentlich mit Reisenden, die so eine Transition durchmachen. Wenn wir Burkhard Heims Lebensmodell voraussetzen und das Organisationsniveau der materiellen Matrix angehoben wird, dann müssen gleichzeitig, damit das Ganze lebendig bleibt, müssen gleichzeitig die psychischen und die mentalen Organisationsniveaus und alle ihre Korrelationen, also Ilkor, Syntroklin und so weiter, mit angehoben werden und mittransformiert. Das bedeutet aber nichts anderes, als dass sich der psychische Zustand und der Bewusstseinszustand der betreffenden Person ändern muss. Und das stellt jetzt natürlich gewisse Anforderungen an das geistige Entwicklungsniveau dieser betreffenden Person, die das durchmachen möchten. Ich vermag nicht zu sagen, was genau oder wie stark dieser Effekt sein muss, aber ich würde es nicht für selbstverständlich halten, dass Menschen auf ihrem derzeitigen Evolutionsniveau in der Lage sind, diese Transition überhaupt durchzumachen. Ich würde erwarten, dass man sich zumindest einem sehr rigiden geistigen Training unterziehen müsste, damit man das Ganze körperlich und geistig gesund überlebt. Aus diesem Grund bewerte ich auch Behauptungen von Menschen, sie seien in einem UFO auf den Planeten der Außerirdischen mitgenommen worden,
als sehr zurückhaltend, höflich ausgedrückt. Ich glaube nämlich, so einfach ist es gar nicht. Wir müssen uns verabschieden von einem simplen Universum à la Star Trek, in dem alles nur eine technische Frage ist. Das ist nur eine Extrapolation unseres technozentrierten Weltbildes. Interstellares Reisen, wie es tatsächlich geschieht, das konfrontiert uns mit Kriterien, die an unsere geistige Performance anzulegen sind und die wir verwirklichen müssen. Sonst wird nichts davon funktionieren. Das war die Einführung in interstellares Reisen nach Burkhard Heims Modell. Ihr merkt, es ist noch ein weiter Weg vor uns in sechs Dimensionen und in Farbe.